Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ein Professor Henn aus dem Ethikrat hat etwas Seltsames gesagt. Ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber in den Medien wurde es so verbreitet, als ob jetzt Impfverweigerer angeblich nicht behandelt werden sollten, weil es ihnen ja nicht zusteht, weil sie sich ja unsolidarisch verhalten hätten. Und ja, ich weiß nicht, ob man diesen Herrn, wenn er das wirklich gesagt hat, noch im Ethikrat belassen kann. Warum? Tja, weil ich zum Beispiel nehme für mich in Anspruch, mich sehr solidarisch zu verhalten, weil ich rauche nicht. Ich trinke nicht, ich bewege mich an frischer Luft, ich stärke mein Immunsystem, ich esse vernünftig, ja, manchmal vielleicht ein bisschen viel, okay, das ist auch unsolidarisch. Also diese ganzen Dinge, die man alle tun kann, um die Krankenkassenkosten zu mindern für die Bevölkerung, das sind alles, glaube ich, sehr ethische Verhaltensweisen und damit habe ich mir in jedem Fall jede Behandlung verdient. Wie sieht das jetzt aus mit dem Raucher? Ja. Wie können wir das in der Gesellschaft gerecht gestalten, dass die Gesamtheit der Bevölkerung nicht dadurch belastet wird, dass Leute uns die Luft verschmutzen mit ihrem Qualm, ihre Lungen verdrecken, an Lungenkrebs erkranken und damit die Allgemeinkosten in die Höhe treiben und die dann umgelegt werden auf jedermann von uns. Ist das nicht total unsolidarisch? So, jetzt kommen wir zu den Alkoholikern. Ne? Also die saufen sich die Hucke voll, weil sie finden, dass ihr Leben so scheiße ist, dass man das nur noch besoffen erträgt oder was auch immer. Es gibt viele Gründe, warum man sich die Hucke voll säuft. Wenn die jetzt also mit einer bösen Lebererkrankung ins Krankenhaus kommen, dann wird der Professor Henn ihnen doch nicht die Behandlung verweigern wollen, oder? Oder schlägt er jetzt vor, um die Gesamtheit der Menschen im Staates zu schonen, werden wir jetzt mal diese Menschen flächendeckend beobachten. Na, das ist ja jetzt sowieso möglich. Also wenn wir die Impf-App erstmal drauf haben und die, ich weiß gar nicht, wie alle diese Apps in Zukunft alle heißen werden, die uns da überwachen, aber ja, müssen dann wahrscheinlich eingeben, wie viel Glas Alkohol wir trinken, wie viel Zigaretten wir rauchen, was wir den ganzen Tag gemacht haben. Der Schrittzähler wird aktiviert, ob wir denn auch unsere 5000 Schritte pro Tag gemacht haben. Und wenn wir all das nicht gemacht haben, dann wird das Social Scoring aktiv und unsere Krankenkassenkosten werden unserem Verhalten angepasst, oder? Ich kann gar nichts anderes daraus lesen, aus dem, was der Professor Henn hier sagt. Ja, weil das ist die logische Konsequenz, die daraus folgt, wenn wir einzelne Menschen aus der Gesamtheit irgendwie ausgrenzen aufgrund ihres unsolidarischen Verhaltens. Ne? Und wenn ich dann gucke, wie viele Hunderttausende am Rauchen, am Saufen und am Nicht-Sport machen sterben, an Verfettung und an daraus resultierenden Krankheiten, dann glaube ich, dass Herr Professor Henn hier jetzt gerade einen völlig falschen Weg einschlägt. Vor allen Dingen sollte es ihm klar sein, dass es sich bei Corona um eine Krankheit handelt, die der allergrößte Teil der Bevölkerung völlig unbeschadet übersteht. Ja, das ist keine Falschaussage, das ist so. Braucht man sich bloß die Fakten angucken. Schauen Sie sich an, was die WHO schreibt. Schauen Sie sich an, was das RKI schreibt. Das mag vielleicht auf den hinteren Seiten dieser Veröffentlichungen stehen, aber es steht drin, wie gefährlich diese Krankheit ist. Und aus meiner persönlichen Einschätzung folgt daraus, dass diese Impfung für einen normalen Menschen im arbeitsfähigen Alter nicht sinnvoll ist. Das ist meine Meinung.
So, also aus den Fakten kann man verschiedene Dinge schließen. Daraus kann man verschiedene Dinge meinen. Und Herr Professor Henn soll sich doch in Zukunft besser überlegen, was er da von sich gibt. Das ist unsolidarisch, Professor Henn. Komplett unsolidarisch. Ja. Das ist Kaspar Kram, würde Herr Dr. Füllmich dazu sagen. Ne? Nehme ich mal an. Also, ich will es nicht behaupten, aber es ist sehr wahrscheinlich. Okay. Das war's zur Ethik.